Ich stehe jetzt einfach 3 Tage vor Abflug zu den Asia-Pacific Championships und ich möchte dieses Video ganz real mit euch beginnen, wie man sich wirklich fühlt und ja, was so kurz vorm Wettkampf alles abgeht. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich in diesem Video schon auf den Philippinen ankommen werde. Das ist absolut crazy. Und wenn ich überlege, was ich vorher noch alles zu tun habe, bin ich kurz davor durchzudrehen. Weil eins kann ich euch sagen, kurz vor dem Wettkampf, ihr seid so fertig und habt so viel im Kopf. Und kleine Situationen, wie zum Beispiel, ich war jetzt schon Wimpern machen, Nägel machen, sind für euch so voll der große Akt, was es eigentlich nicht ist. Und ich habe halt jetzt gerade tatsächlich die Anfrage bekommen, was mich gerade richtig innerlich verrückt macht, ob ich am 8. September noch bei einem Profi-Wettkampf in Tokio teilnehmen möchte. Also am 1. September ist ja mein Wettkampf in Manila. Und klar ist das eine krasse Möglichkeit, weil ich einmal in Asien bin und über Tokio zurückfliegen könnte. Aber das jetzt gerade abzuwägen und zu planen, das ist echt absolute Eskalation. Also macht euch gespannt auf ein sehr chaotisches Video mit mir. Man muss natürlich auch noch rechtzeitig damit anfangen, die Haut vorzubereiten. Ich habe hier so ein Peeling-Handschuh. Das geht jetzt erstmal ab. Dann den ganzen Körper rasieren. Ne? Man hat ja auch diese Mini-Härchen auf den Armen und die färben sich halt schwarz, wenn man die nicht wegmacht und die Wettkampffarbe raufbekommt. Aber das werde ich dann auch machen, wenn ich angekommen bin. Aufzubeachten. Jetzt erstmal gibt es noch Meal Prep, bevor ich dann in mein letztes schweres Training fahre. Heute ist Sonntag, morgen startet die Peak Week. Peak Week Einkäufe habe ich schon gemacht. Relativ easy, weil es gibt eigentlich nur Hähnchen, Reis, Maiswaffeln, Haferflocken, Proteinpulver und Mandeln und Tomaten. Ich glaube, das sind so ungefähr alle Lebensmittel, die es in der Peak Week gibt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr immer über die Mittagsmahlzeit, weil das die größte Mahlzeit ist von mir. Da habe ich auch sogar noch 60 Gramm Reis. Wir machen auch keine typische Peak Week. Für die Bikini-Klasse ist das nicht notwendig. Ich habe auch mal meine komplette Peak Week genau dokumentiert. Aber im Endeffekt nehme ich die Kohlenhydrate nicht komplett raus. Ich trinke mehr, ja, so 5 bis 6 Liter. Esse Salz erstmal noch ganz normal. Und fange natürlich dann auch an zu laden. Wahrscheinlich Samstagmorgen, weil ich bin sonntags erst um 20 Uhr abends oder so dran auf der Bühne. Für euch ist das gut. Durch die Zeitverschiebung ist bei euch dann mittags, wenn bei mir abends ist. Aber ja, das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken und dann werden heute nochmal richtig geil Schultern geballert. Da freue ich mich auch. Ich komme im Gym jetzt gerade mal direkt hier die Körpermessung gemacht. Körpermessung sagt, ich bin jetzt nochmal innerhalb von 10 Tagen von 9,5% Körperfett auf 9% Körperfett runter. Was echt krass ist. Das sind dann 5,3 Kilogramm Fett insgesamt am Körper. Gewicht ist bei 59,1 Kilo. Davon Skelettmuskulatur 29,9 Kilogramm, 39,3 Kilogramm Wasser im Körper. Die Verteilung ist auch komplett gleich. Rechter Arm, linker Arm, Bein. Ich denke, damit kann man zufrieden sein. Wird dem Coach jetzt mal durchgeschickt. Gerade die Nachricht von dem Präsidenten Japan bekommen, die mir auf jeden Fall bestätigt, dass ich buchen kann, dass ich als Professional an allen BFF internationalen Shows around the world teilnehmen kann. Looking forward to seeing you. Sorry, dass ich gerade so wenig beim Training mitgefilmt habe. Ich bin wirklich mit den Gedanken gerade ganz woanders. Aber ich werde das jetzt gleich buchen. Ich habe mit Ramona schon geschrieben. Ich habe mit meinem Chef gesprochen, dass ich 2 Tage länger Urlaub brauche. Und das sind diese Entscheidungen im Leben, da muss man einfach auf sein Bauchgefühl hören.
weil das bringt jetzt nichts, das irgendwie tot zu denken oder so, was das jetzt kostet. Also aktuell liegt es bei 500 Euro. Den Gabelflug, den ich dann buchen würde, ich hoffe, der ist so noch verfügbar. Weil ihr merkt, Leute, ich bin echt mit den Nerven am Ende und ich bin einfach so happy, wenn ich gleich die Entscheidung final getroffen habe. Zurück vom Training. Ich werde jetzt ein Post-Workout essen. Dann werde ich diesen Flug umbuchen. Ich raste gleich aus. Mein Reisbrei. Immer so dreifache Menge Wasser. 100. 10 Gramm Nussmus. 30 Gramm Peanut Butter Salted Caramel Whey. Und Tiefkühlobst. Das schmilzt sich jetzt noch. It is done. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich bin heute one week out auf den Philippinen und ich bin 2 weeks out in Japan. Ich hab's wirklich getan und ich kann dieses Gefühl gerade nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob ich lachen soll, ob ich weinen soll. Ich habe eine Scheißangst, muss ich euch ehrlich sagen. Aber es gibt einfach Momente im Leben und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen richtig bescheuert, was ich sage. Da sendet das Universum ein Zeichen. Und diese Zeichen muss man sehen und verdammt nochmal nutzen. Weil, führt euch mal vor Augen, wir leben nur einmal. Genau das ist der Wettkampf, den du machen musst. Weil du hast jetzt die Form deines Lebens. Du bist sowieso schon in Asien, müsstest halt anders zurückfliegen. Okay, Tokio kennst du schon. Letztes Jahr habe ich die Asia-Pacific Championships in Tokio gewonnen. Und vom Timing her ist es extrem gut. Und natürlich ist es komplett verrückt, weil, was mir Angst macht, ich bin auf den Philippinen. Ich habe keine Ahnung, wie kann ich da trainieren? Ich werde ja da die Inseln bereisen. Ich weiß nicht, wie ist das Essen da? Wie kann ich meine Peak Week gestalten? Wie verhält sich meine Form bei 35 Grad und ganz, ganz hoher Luftfeuchtigkeit? Kann ich die Form dann nochmal toppen in dieser einen Woche, wo ich noch durch die Gegend reise? Oder wird das eine übelste Herausforderung, die Form da auch zu halten in dieser Zeit, ohne dass ich mir auch zu viel Stress mache und natürlich trotzdem das alles genießen kann? Ihr seid jetzt dabei und es ist absolut crazy, ja? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal darauf klarkommen. Meld mich die Tage nochmal, spätestens an dem Tag, wo ich fliege. Danke euch auch für euren Support, dass ihr die Reise verfolgt. Wie gesagt, ich finanziere das auch alles selbst. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne bei Vitaminversand24 meinem Code LIA15 bestellen. Das ist eine Unterstützung für mich und ich sag mal bis die Tage. Ein Wunderchen, guten Morgen. Wir haben kurz vor Abflug Mittwoch. Ich trinke jetzt gerade meinen Kaffee, habe aber so einige Beauty-Sachen tatsächlich noch nicht geschafft. Die letzten Tage waren noch richtig anstrengend, was Vorbereitung anging. Ich habe heute ein neues Low mit 58,8 Kilo und ich möchte mir jetzt noch meine Ponysträhnen größer machen. Ja? Ihr habt vielleicht meinen Haarfärb-Fail aus letztem Video gesehen, wo ich beim Friseur war und wir die Farbe so in die Spitzen gemacht haben. Aber wir haben das irgendwie nicht richtig verteilt oder wir wollten es nur so ganz leicht haben. Und dann hat man das halt wirklich kaum gesehen. Also die Farbe an sich war cool, aber ich wollte halt einfach so einen auffälligeren Look für die Bühne haben. Habe mich da jetzt nochmal ein bisschen reingelesen und werde das jetzt mit Alufolie und so machen. Dass es jetzt auf jeden Fall auch sichtbar sein wird. Bin ein bisschen nervös, dass das alles klappt. Aber schon mal froh, dass ich nicht mehr auf die Arbeit muss, falls es irgendwie extrem aussieht. Für die Bühne ist das egal. Auf der Bühne sieht alles sowieso, auch bei Make-up, man muss so viel drauf klatschen und trotzdem sieht man nicht doll geschminkt aus durch die Scheinwerfer und all das. Deswegen seid ihr jetzt mal dabei bei diesem Experiment. In der Zwischenzeit, wo die Haarfarbe einwirkt, werde ich dann nochmal ein richtig schönes Peeling machen und dann geht so 10, 11 Uhr los zum Flughafen. Ich musste mir jetzt mal ein bisschen mehr Licht hier besorgen und habe die zwei Strähnen abgetrennt.
Jeder Friseur wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich krieg das schon hin. Und ja, mit der Brille wird jetzt gleich ein bisschen kacke, muss ich gucken. Weil ich bin so blind ohne Brille. Ich will jetzt keine Kontaktlinsen anziehen, bevor ich fliege. Macht das halt keinen Sinn, weil das immer so unangenehm ist auf langen Flügen. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Dadurch, dass in Manila plus 6 Stunden sind, ist mein Tag kürzer und ich kann mehr essen. Über solche Sachen macht man sich am Ende wirklich Gedanken. Ich sag's euch, ey. Ich kann ja auch mit den Handschuhen das so ein bisschen runterziehen gleich. Ist ja egal. Und dann seht ihr gleich das Endergebnis. Das ist eigentlich ganz cool geworden. Also halt wirklich so pastellmäßig, ne? Und nicht so knallpink, wie es erstmal aussah von der Farbe. Bin gespannt, wie der Look für die Bühne wird. Ich muss zwar gleich los, aber ich möchte euch diese Packeskalation nicht vorenthalten. Das Schlimmste an einem Bodybuilding-Wettkampf packen ist das Essen. Und Leute, ich habe jetzt 2 Peak Weeks und ich weiß, dass es keine Maiswaffeln bisher immer in Asien gab und vor allem keine Natur ohne Salz, die ich für kurz vorm Wettkampf brauche. Deswegen versuchen wir jetzt mal unser Glück. Auch so Sachen wie hier in Deutschland Fahne, pH-neutrales Duschgel, dieses Maler-Dingen für die Wettkampffarbe, die ich hier drin habe, Brennnessel-Tee, Proteinpulver. Und das ist erst der Anfang. Hier kommt dann das Handgepäck noch rein mit Bikini und allem. Kurzes Update. Wir haben einen schwarzen Kaffee und alles Essen durchbekommen. In einer Stunde geht nämlich Boarding los. Und ich bin immer sehr erleichtert, wenn ich durch die Safety-Kontrolle komme. Grüße gehen raus an Tiffany, mit der ich sonst die letzten 2 Jahre immer meine Wettkampfreisen gemacht habe. Sie hat immer 2 Kilo Hähnchen gegessen und ich habe mir das mit den Zipbeuteln abgeschaut. Das sieht echt lustig aus. Dann habe ich hier hart gekochte Eier, Zimt, Salz, Eier aber auch noch. Da war ich mir nämlich nicht ganz sicher. Für euch, ne, als Interesse, ihr kriegt auch Tomaten durch, wenn ihr die in so einen Beutel tut, weil da ja natürlich auch Flüssigkeit drin ist, weil ansonsten gilt halt, mit Flüssigkeit geht nicht. Genau, ansonsten habe ich mir hier noch EAAs reingemacht und schön in meinen kalten Steel-Shaker reingemacht. Und jetzt ist der erste Zwischenstopp in Peking. Genau, das ist jetzt die lange Strecke. Da habe ich tatsächlich auch 5 Stunden Zeit und werde auch ein bisschen was mir die Beine vertreten und so. Und dann geht's von Peking weiter nach Manila. Und kommentiert mal bitte, was ihr zu meinen Strähnen sagt. Jetzt gerade sieht man das so ein bisschen besser noch im Sonnenlicht. Also ich muss sagen, ich finde es echt ganz schön, weil es so natürlich geworden ist. Jetzt wird mal das Meal zubereitet. Und zwar gibt es Maiswaffeln, Mandeln und Whey. Das mixe ich mir jetzt hier drin an. Ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie happy ich bin, jetzt gerade hier im Flugzeug zu sitzen. So abschalten zu können. Das ist so schön, einfach jetzt so komplett den Fokus auf den Wettkampf zu haben. Hallo von Peking. Ich habe hier gerade auf der Liege geschlafen, weil 4 Stunden Umstiegszeit. Ankunft war 8.30 Uhr hier und in Deutschland war halt zu der Zeit irgendwie 3 Uhr morgens oder so. Deswegen war ich richtig durch. Aber ich habe besser geschlafen, als ich dachte. Also auf jeden Fall besser als auf dem 11-Stunden-Flug. Und jetzt ist aber auch wirklich allerhöchste Zeit für Frühstück. Schaut mal, wie geil. Ich habe hier 50 Gramm Haferflocken, 40 Gramm Whey und Mandeln. Und ich habe schon gesehen, dass es hier so Wasserspender gibt, wo ich mir sogar heißes Wasser abfüllen kann. Dann steht jetzt gleich noch ein 4-Stunden-Flug an. Komme ich so 18 Uhr an, nach Manila-Zeit natürlich. Dann heißt es nur noch zum Hotel, nur noch ankommen, vielleicht meinen Supermarkt noch checken und dann morgen früh direkt trainieren. Also ich gehe Freitag und Samstag nochmal trainieren, weil ich ja erst Sonntagabend auf der Bühne bin. Ja, und ich bin einfach happy. Also ich bin ultra fertig, aber so glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen und
dieses Erlebnis, zwei Wettkämpfe in Asien auf zwei aufeinanderfolgenden Wochen, ich glaube, das wird mich so prägen und das werde ich so schnell nicht vergessen. Und da steht schon der Flug angeschlagen. Vielleicht geht's los.